Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge habe ich Thomas Immich zu Gast. Er ist Managing Director der Designagentur Centigrade und mit ihm spreche ich heute darüber, wo UX-Design auf Software-Engineering trifft und vor allem, wie man die Brücke zwischen den beiden Disziplinen schlagen kann. In dem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist. Ich habe dich im Intro kurz angeteasert, aber auch nicht zu ausführlich. Deswegen, wie ich es eigentlich immer am Anfang jeder Folge mache, wäre es cool, wenn du so ein bisschen was erstmal kurz vielleicht zu dir sagst, damit man auch ein bisschen einfach einordnen kann, wer du bist und was du überhaupt mit Design und vor allem UX-Design auch am Hut hast. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja, Thomas Immich, mein Name. Ich komme aus der Computerspieleindustrie. Das ist mein Background. Das ist aber schon ein Weilchen her. Ich bin seit 15 Jahren in der UX-Branche und angefangen habe ich vor über 20 Jahren als Gameboy-Spieleentwickler unter anderem und habe da eine ganze Menge in Spielefirmen erleben dürfen. Interessante Sachen, auch ein paar schockierende Sachen. Aber was ich auf jeden Fall immer mitgenommen habe, dass da eben ein Team zusammenarbeitet, was aus vielen, vielen Künstlern und Software-Engineers besteht und alle ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das habe ich eigentlich immer mitgenommen. Das hat mich sehr geprägt und so bin ich dann auch letztlich bei der UX-Branche gelandet. Und jetzt momentan bist du ja, hast den Hut auf bei Centigrade? Genau, ich habe dann vor 15 Jahren Centigrade gegründet als UX-Agentur. Damals hieß das noch UI-Design, also hat schon ein paar Rebrandings hinter sich, was wir eigentlich machen. Aber wir waren schon immer user-centered, kann man sagen. Wir haben aber, als wir angefangen haben, sehr, sehr viel Software angemalt. Also für die älteren Generationen, die noch Winamp-Skinning kennen, das war eigentlich so unser Ansatz. Wir haben quasi bestehende Enterprise-Software schöner gemacht, ohne auch nur ein Quäntchen in Richtung Usability zu denken. Das hat schon beeindruckende Ergebnisse gegeben damals, aber natürlich haben wir uns auch weiterentwickelt und haben irgendwann nicht mehr nur diese Lipstick-on-a-Pick-Projekte gemacht, sondern dann auch letztlich die Psychologie auch mit reingebracht und so. Ja, wurden wir über die Zeit immer mehr so ein Full-Service-Anbieter. Ihr seid ja auch relativ viel auch so an sag ich mal, komplexeren Geschichten dran. Es ist jetzt, sag ich mal, nicht nur projekttechnisch, nicht nur Plattformthemen, sondern auch sehr viel, wo eben auch sehr komplexe Softwaregeschichten mit dahinter stecken, ne? Genau, das kommt auch ein bisschen aus der Historie. Wir hatten irgendwann einen Industriekunden aus Österreich, Omicron Electronics, ganz tolles Unternehmen in Vorarlberg. Die hatten uns damals sehr viel Möglichkeiten gegeben, bei ihnen auch im Industriesektor neue Dinge zu denken. Wir hatten dann damals ein Design Award bekommen für das Projekt. Über den Design Award sind wir dann in diesem Industriesektor gelandet, haben dann irgendwann Trumpf Werkzeugmaschinen akquirieren können als Kunden, was natürlich für uns damals einfach mega war, weil es war auch eine Pitch-Situation. Wir wussten nicht, ob wir das hinkriegen. Da waren wir sehr, sehr stolz und das hat uns auch sehr geprägt, weil wir dadurch wirklich immer stärker in den deutschen Maschinenbau, Anlagenbau kamen und da ist einfach sehr viel Nutzungskontext, also da passiert unten was im Maschinenraum und deswegen haben wir uns dann irgendwann da so gut aufgehoben gefühlt, dass wir da geblieben sind und dementsprechend komplex sind aber auch die Projekte. Ja, also ich habe das, erinnert mich natürlich bei uns auch so ein bisschen an die Industriekunden, wo halt super viel Schnittstellen auch einfach passieren und Workflow und die ganzen Themen eigentlich meistens irgendwie in einem komplexen Workflow verwebt sind. Und daher kommt ja auch so ein bisschen, sag ich mal, das Thema des heutigen Podcasts, wo wir ja ein bisschen drüber sprechen, wie es eigentlich an der Schnittstelle UX-Design zum Software-Engineering wie es da abläuft und vor allem was dafür vielleicht für Problemchen gibt, aber wo man vielleicht auch große Pluspunkte mit rausziehen kann und wo vielleicht das Rollenbild von einem UX-Designer man vielleicht in ein bisschen anderes Licht rücken kann. So würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist ein gutes und wichtiges Thema und durch diese langjährige Erfahrung kann ich auch ein bisschen drauf schielen, inwiefern hat sich das verbessert oder verändert? Und ich muss leider sagen,
es hat sich auch in 15 Jahren nicht viel verbessert diesbezüglich. Ich glaube, der Grundsatz ist einfach immer noch der, dass es den Designer gibt, diesen einen, das ist auch meistens dann auch gleich ein User-Researcher und der macht dann noch ein bisschen XAML-HTML, das kann er auch noch gerade mitmachen und dann macht er noch ein paar Wireframes und wenn die Wireframes fertig sind, kann man die auch mit Photoshop auch noch ein bisschen schön machen. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, der Designer, und dann wirft er das per Handoff über den Zaun und der Engineer setzt es dann um. Kleines bisschen besser geworden ist das durch entsprechendes Tooling, was einen quasi auch zwingt, Prozesse ein bisschen anders zu denken. Aber man muss leider sagen, dass der grundsätzliche Gap zwischen Designer, die Lücke zwischen Design und Engineering immer noch extrem groß ist. Die reden nicht gerne miteinander oder hat man das Gefühl, dass man selten in einer guten Kommunikation ist. Und das kenne ich gar nicht so aus der Computerspielindustrie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen kämpfe ich da immer für, dass das sich ändert, weil ich glaube eben nicht an diesen einen Designer und diesen einen Engineer, die einfach nur ihre Arbeit gut machen und dann wird hinten ein Schuh draus. Ja, das ist halt, weil dann oftmals vielleicht auch einfach prozessweise quasi dann gedacht wird, okay, Konzepter, Designer, wie auch immer, hat seine Ideen, dann kommt das Handoff und in der Umsetzung macht Softwareseite dann wieder was anderes, weil vielleicht bestimmte Themen nicht zu 100% selbsterklärend sind oder vielleicht für den Designer, aber nicht für Software Engineering. Und dann kommt vielleicht auch gar nicht das raus, was am Anfang die Intention war. Genau, also es hat viel mit Kommunikation zu tun. Es ist ja auch wirklich nicht leicht, ein dynamisches System zu spezifizieren, also sprich Software irgendwo so zu konzipieren, dass jemand anders weiß, was man meint. Deswegen sind ja auch Wireframes leider immer so ein bisschen das erste Mittel der Wahl, weil das kann sich ja noch jeder vorstellen. Jetzt ist es bei uns aber so, wir haben zum Beispiel eine ganz klare Unterscheidung zwischen Visual Designern, die wirklich Ästhetik und Grafikdesign auf ganz hohem Niveau beherrschen. Die können auch Motion Design, die können auch animierte Icons, also wirklich etwas, was eine, ich würde jetzt mal sagen, einfach auch eine Kunst für sich darstellen. Und dann gibt's natürlich die Konzepter, die stärker modellieren, Informationsarchitekturen machen und so weiter. Wenn man jetzt aber als Wireframer das Ganze angeht und sagt, ich habe hier ein Bild Boxen in Boxen geschachtelt, kannst du das mal schön machen, was kommt da raus? Schöne Boxen in schönen Boxen in schönen Boxen. Und da halte ich halt gar nichts von. Ich glaube, beim Konzepten geht es darum, diese Unique Idea und diese Essenz des Konzeptes auf den Punkt zu bringen, da ein bisschen auch eine Vision mitzugeben und dann den Visual Designer und den Artisten quasi auch ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, das visuell neu zu denken. Und ich sehe das in anderen Disziplinen, Film und Gaming, da gibt's ja dann auch noch Audio-Menschen, da gibt's ja auch noch Leute, die einfach nur Charakter animieren, und auch die arbeiten ja auf ein Ziel hin und machen ganz, ganz viele Disziplinen, die für sich eine Kunst sind. Und so sehe ich UX-Design immer mehr. Das ist eine Kunst aus vielen, vielen Disziplinen, und nur wenn die Kette, die Lieferkette funktioniert, wird hinten auch User Experience rausfallen. Ja, du hattest es, glaube ich, das letzte Mal, als wir kurz gequatscht hatten, hattest du ja auch, der Satz ist mir irgendwie hängen geblieben, wo du auch meintest, ja, eigentlich, du hast eigentlich Wireframes. Ja. Bekennender Wireframe-Hasser, weil das quasi, vielleicht wird das auch der Titel, mal gucken. weil es nicht den Kern trifft, weil es vielleicht sogar schon zu weit weg ist, auch von der Tiefe der Konzeption, in der die Software eigentlich stattfindet. Ja, es schlägt nach vielen Richtungen aus. Also ich sehe halt, es gibt natürlich auch UX-Designer oder die sich UX-Designer nennen, die vielleicht im Grafikdesign nicht die Überperformer sind, sage ich jetzt mal. Ist ja auch völlig okay. Ein Wireframe hat man aber immer noch schnell gemacht und hat das Gefühl, kreativ zu sein, weil man hat ja so ein Tool beherrscht, man reitet das Tool, man hat Dinge geschaffen, die sich vor den Augen manifestieren, und das ist ein schönes Gefühl, das kann ich nachvollziehen. Das Problem ist, dass man damit eigentlich den Kern eines Designs eigentlich eher überdeckt und quasi gar nicht auf die Essenz kommt, weil man ja schon im Layouting gefangen ist. Das heißt, man hat viel zu viel Stellenwert plötzlich auf Screengröße, auf Layout gelegt und hat zum Teil noch gar nicht verstanden, wie eigentlich die Informationsobjekte zusammenwirken. Ein Software-Engineer kann wahrscheinlich schon längst anfangen, auch ohne Wireframes zu haben. Aber was gebe ich ihm, dass er schon anfangen kann? Mit Wireframes gebe ich ihm gar nicht die Infos, die er braucht zum Teil. Ich will nicht sagen, dass es ganz ohne geht. Okay, es gibt immer
Situationen, wo die brauchen. Aber ich bin gegen dieses, ich bin Konzepter, also mache ich Wireframes. Ja, ja, ja. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Tool, um oder ein sehr gutes Werkzeug, um vielleicht eigentlich eher die Brücke von der wirklich, ich nenne es mal Hardcore-Konzeption, zu schaffen hin zu einem sehr visuellen Design. Aber das stellt sich mir immer die Frage, also ich habe das Gefühl, dass die Kommunikation zwischen wirklich reinem visuellen Design und einer Konzeption einfacher funktioniert, als zu sagen, wie gehe ich in die tiefe Konzeption überhaupt rein und wie setze ich das dann mit Hilfe von Software um? Weil diese Brücke, diese Kluft, finde ich, ist viel größer als die Kluft von UX zu UI-Design, um es mal so zu sagen. Und das ist ja auch schwierig, weil wir alle kennen diesen MVP-Ansatz und Product Discovery und User Journeys und wir finden das alle cool und auch zu Recht. Am Anfang wissen wir noch nicht, was das Produkt ist, dann müssen wir rumexperimentieren, dann müssen wir Prototypen bauen, dann müssen wir scheitern, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir machen. Das ist ja auch völlig okay. Aber das Problem ist, irgendwann wird die Verbindlichkeit immer größer. Irgendwann muss man halt sagen, okay, jetzt kommen wir an so einen Point of No Return. Wenn wir das jetzt so machen, dann bleibt das so. Und zwar für immer. Genau das Problem haben die Software-Engineers auch. Die haben irgendwann so ein Architekturthema und sagen, okay, wir können das mit der Technologie machen oder mit der. Gehen wir mit der, kommen wir nie mehr zurück. Wir haben immer irgendwann uns da eine Altlast sofort geschaffen. Und das ist beim Konzept meiner Ansicht nach auch so. Du brauchst eine Verbindlichkeit und einen Formalismus zu sagen, okay, Game is over, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe jetzt genug gespielt. Das, was ich dir jetzt vorlege, das ist in Stein gemeißelt. Du kannst dich da dran hochziehen. Das ist wirklich ein Haken in der Kletterwand, an dem du dich jetzt hochziehen kannst. Und ich stehe dafür. Diese Verbindlichkeit ist gar nicht so einfach, den Leuten abzuringen. Und sie wissen es ja zum Teil auch nicht. Aber warum dann nicht in den Dialog gehen? Warum nicht gemeinsam mit dem Software-Engineer diese Fallstricke austesten? Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht auch unangenehm wird, weil der Software-Engineer, der stellt Fragen, ganz smarte Fragen. Man steht dann da so, oh, habe ich gar nicht bedacht. Das ist doch nicht schlimm. Dann hast du es halt gerade nicht bedacht. Geh trotzdem in den Dialog. Das ist eigentlich meine Message. Ja, das ist, da ist halt einfach Kommunikation halt einfach der Schlüssel. Aber du, wie du schon gesagt hast, ich meine, dieser MVP-Ansatz ist absolut sinnig. Aber man kann natürlich, man ist natürlich dann immer sehr versucht zu sagen, okay, ich, wie du schon gesagt hast, ich schaffe jetzt was, das habe ich dann da, das kann man vorzeigen, das kann man vielleicht irgendwie sogar mithilfe von den Prototypen irgendwie schon mal benutzen und keine Ahnung, aber trifft den Kern gar nicht, der viel weiter hinten liegt, den man aber auch mit einem, der sich ja in so einer Einfachheit gar nicht vertesten lässt, ohne dann auch den Schritt weiter schon zu gehen. Ja, wobei. Das ist ja die Schwierigkeit. Genau, da ist der MVP-Ansatz ja auch missverstanden. Ganz oft wird ein MVP gleichgesetzt mit einem Prototyp, aber das P steht ja gar nicht für Prototype, sondern für Product und es geht in erster Linie um Hypothesen und Annahmen zu verifizieren. Und ich finde zum Beispiel das Thema Experiment statt Usability-Test ein sehr schönes, leichtgewichtiges Instrument, um gewisse Annahmen zu treffen oder zu falsifizieren. Und da sehe ich zum Beispiel, so oldschool das jetzt klingt, UML-Diagramme zum Teil für eine Stakeholder-Analyse manchmal sehr, sehr geeignet, weil beispielsweise habe ich ganz oft das Problem in Projekten, dass die Informationsarchitektur ganz schräg ist. Da werden Begriffe genommen, die haben drei Bedeutungen. Und dann versucht man das irgendwie in den Griff zu kriegen und macht dann Wireframe. Aber der ist natürlich genauso schräg wie die Begriffswelt. Also der wird auch niemals mehr gerade werden. Das kann man nicht mehr biegen. Und deswegen bin ich der Meinung, man kann so eine Taxonomie oder irgendeine Informationslandschaft sehr, sehr schön aufbereitet darstellen, geht damit zu einem Domain-Experten oder Subject-Matter-Expert, wie auch immer wie die heißen, und kann halt sehr, sehr schön verifizieren und falsifizieren, ob man gerade richtig liegt. Und dann kommen natürlich nächste Schritte. Aber das ist halt das Handwerkszeug, was irgendwo gemacht wird. Es ist nicht so sexy, aber ich halte sehr, sehr viel davon. Ja. Das ist, wie du schon sagst, es ist nicht so sexy, es ist auch nicht so hübsch meistens. Mhm. Und glaube ich, verlangt auch den Leuten, die sich dann reindenken, die dann natürlich irgendwie bei der Verifizierung oder halt bei der Falsifizierung dann irgendwie involviert sind, verlangt das, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr abstraktes Denken einfach ab. Weil man natürlich es nicht auf dem Silbertablett bekommt und sagt, ja, okay, das sieht eigentlich fast so aus wie eine App, die ich tagtäglich jetzt benutze, um es mal so spitz zu sagen. Da triffst du den Nagel auf den Kopf, glaube ich, genau mit dieser Aussage, dass
dass dieses abstrakte Denken ein Problem ist. Und deswegen glaube ich zum Beispiel total stark an die Kraft des Storytellings im UX-Design. Also zum Beispiel ist es wirklich manchmal ein Problem, einfach nur ein UML-Diagramm über die Mauer zu werfen. Du hast dann Use Cases, dann hast du ein Use Case Diagramm. Wenn man ehrlich ist, hast du links ein Strichmännchen und rechts irgendwelche hässlichen Boxen mit Pfeilen dazwischen. Okay, damit holt man vielleicht auch wirklich nicht jeden ab. Aber wenn man mal diesen ganzen Vormodellierungsprozess ein bisschen epischer denkt und ein bisschen spielerischer und experimenteller denkt, dann kann man das ja auch in eine Story verpacken. Dann schreiben wir zum Beispiel Kurzgeschichten, Narrative mit Scribbles und du musst ja auch eine Informationsarchitektur, musst du ja auch nicht irgendwie in einem komischen Visio-Tool machen. Du kannst ja auch irgendwie mit Sticky Notes arbeiten. Das kannst du auch in einem Miro-Board machen. Wir zum Beispiel benutzen sehr viel Lean Scope als User Requirements Tool. Also ein Tool, mit dem man auch Storytelling gleich mit reindenkt in die Requirements. Und dann ist das schon wieder eine ganz andere Welt, weil du Geschichten erzählst und nicht einfach nur UML-Diagramme über die Mauer wirfst. Ja, es ist ja, siehst du es als ein Problem zu sagen, dass das Konzeptseite eigentlich eher fast schon keinen Bock hat, sich mit Software-Themen auseinanderzuhalten, weil sie sind ja die Kreativen und Software teilweise, ohne jetzt irgendwie irgendwelche Klischees hier forcieren zu wollen, aber und Leute, die sagen, hey, ich möchte mich eigentlich eher mit logischen, einfach mit Software auseinandersetzen, eigentlich mit einem logischen Ansatz und ich will dieses ganze Kreative gar nicht, ist das manchmal ein Problem, zu sagen, dass jeder dann sagt, okay, ja, deswegen will ich eigentlich nur mein eigenes Süppchen kochen. Du bist ja für das jeweils andere Thema. Also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Silo-Problem, was in allen Disziplinen zu finden ist. Das ist aber umgekehrt bei den Software-Engineers auch so, dass sie sich manchmal nicht mit Design beschäftigen wollen. Ich glaube, ein Marketing-Mensch will sich plötzlich gar nicht mit so viel mit tiefem UX beschäftigen. Inzwischen ist ja alles CX und nicht mehr UX und so. Ja, ja. Ne? Also dann sind es wieder andere Strömungen, die dann vielleicht näher am Verkaufen dran sind. Aber sind sie wirklich näher am Nutzer dran? Es hat jeder so ein bisschen seine beschränkte Perspektive. Und das finde ich bei Lean UX zum Beispiel einfach ganz toll, zu sagen, jetzt bringen wir einfach mal 5 Perspektiven in einen Workshop, in einen Raum. Und jeder kann sich da mal auskotzen. Wir haben zum Beispiel auch Software-Engineers beim Ideation dabei. Da sagen viele, oh, aber dann schmettern die doch immer die Ideen ab, weil es so schwer ist umzusetzen. Habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Das muss man ein bisschen reinmoderieren vielleicht. Und es gibt auch Spielregeln. Wer eine Idee abwatscht, der muss für die nächste Idee auf der Bank sitzen. Sowas kann man machen. Ja. Und dann funktioniert das sehr gut. Und ich habe den Eindruck, dass es natürlich so ein bisschen in die Parade fährt, wenn plötzlich jemand anders eine Idee hat, die auch gut ist. Die Idee ist immer so ein Darling und also wie so ein Schätzchen und so. Wer hat die Idee gehabt? Und ich bin total dafür, diese Ideengrenzen aufzulösen und zu sagen, das Team hat eine Idee, das Team setzt eine Idee um und das Team treibt das voran. Sobald man nicht mehr diese Exklusivität der Idee hat, hat man auch einen ganz anderen Run. Ja, weil es am Ende des Tages ist es ja sowieso nicht so, dass jemand eine Person eine Idee liefert und alle sagen, ja genau, das passt und so können wir es jetzt eigentlich 1:1 bis nach hinten durchmodellieren, weil es ist sowieso flawless. Richtig, genau. Also ist es aber ja eh nicht. Also ist es eh schlecht, wenn man es einfach durchoperiert. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Jede Idee, die am Anfang noch so toll klingt, kann am hinten raus ganz merkwürdige Auswüchse bekommen, mit denen keiner gerechnet hat. Deswegen bin ich auch so ein Verfechter von Problemraum-Lösungsraum-Trennung. Auch deswegen nutzen wir zum Beispiel Lean Scope als Requirements-Tool. Das ist gar nicht so auf Ideen ausgerichtet, ist mehr auf User-Requirements ausgerichtet. Das heißt, wir versuchen, die Probleme so gut zu verstehen und so klein zu denken und kleine Schublädchen daraus zu machen, dass die Idee schon fast auf der Hand liegt. Es gibt mal, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, der hat gesagt, ein gut verstandenes Problem ist nichts anderes als eine Lösung. Das kann man jetzt denken, wie man will, aber ich gehe in die Richtung, das zu unterschreiben. Wenn ich irgendein Problem auf die Essenz verstanden habe und meine Mates auch, dann guckt man sich an und denkt so, das ist es. Und man weiß, und witzigerweise ist es dann später wirklich so, dass es funktioniert. Und da muss man dann manchmal auch gar keinen Usability-Test machen, weil man hat ja so viel Requirements-Wissen, dass man gar nicht daneben liegen kann. Und ich finde da auch nochmal ein neues Bauchgefühl aus Requirements heraus entstehen, sondern ein bisschen mehr Mut auch. Wir müssen nicht alles vertesten, nicht alles verproben, nicht ständig alles in Frage stellen. Also wenn man seine Hausaufgaben vorne gut macht, kann man hinten raus doch einige positive Überraschungen erleben.
Ja. Ja, und das ist ja, aber das ist dann wieder genau das Thema, weil man dann natürlich, weil auch Requirements Engineering dann einfach wieder nicht das sexy Thema ist. Absolut. So, das ist Begriff, wieder genau, das ist wieder wenn, genau wenn der. Ich, so, genau. Ja. Ich kann jetzt irgendwas über Requirements Engineering posten. Und ich hatte letztens, witzigerweise, war auch die Tagung von UUX und von Digital Design von der Bitkom. Da bin ich auch ein bisschen aktiv bei dem Thema. Und ich bin auch mit dem IREP, also International Requirements Engineering Board, mit dem Stan Bühne im Austausch. Und dann blieb mir noch so in Erinnerung, Stan hat dann auch eine Folie gezeigt, die eigentlich super schön zusammengefasst hat, worum es geht, aber die natürlich grafisch nicht so hübsch aufbereitet war. Und dann kam so aus dem Off irgendwie, also eine Requirements-Folie, so eine typische Requirements-Folie. Und dann denke ich so, warum muss man das jetzt plötzlich grafisch bewerten, obwohl es gar nicht darum geht? Und da merke ich diese Oberflächlichkeit. Immer in solchen kleinen Frötzeleien merke ich immer diese Oberflächlichkeit. Es muss doch möglich sein, über die Inhalte zu sprechen, ohne dass jemand gleich auf den visuellen Aspekt geht. Und das sage ich als jemand, der aus dem Visual Design kommt, aus der Spieleentwicklung kommt. Mir ist Ästhetik extrem wichtig. Ich habe nur gemerkt, es bringt nichts, zu früh damit anzufangen. Ja, ja. Nee, es ist, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, was es auch für uns sehr, bei manchen Themen sehr einfach macht, zum Beispiel ein Portfolio zu bewerten, weil man nämlich sofort sieht, wer worauf Wert legt. Und wenn du quasi und auch auf sich Gedanken macht, wie Struktur ist und wie solche Themen auch benutzbar sind. Weil wenn ich jetzt natürlich irgendwie ein Portfolio bekomme, für jemanden, der irgendwie in einer sehr konzeptionellen Rolle einfach ist und mir dann, weiß ich nicht, irgendwie ein 60 Gigabyte oder weiß ich nicht, also irgend so ein riesen Ding herklatscht mit hochauflösenden Geschichten, das ist alles schön und gut, sieht top aus, gar keine Frage. Und ich aber dann nicht weiß, wo welches Projekt anfängt und wo überhaupt irgendwelche Infos zu welchen Sachen sind, dann stelle ich mir schon auch die Frage, wo ist die Kompetenz und wo willst du auch hin, ja, mit dem, was du mir gerade zeigst? Ja, und die Sinnfrage muss man auch stellen. Willst du visuell arbeiten, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, wirklich in die Visual Design Tools zu denken. Dann musst du aber auch in Motion denken können inzwischen. Dann musst du beim Icon Design in sehr, sehr spezifischen Grid-Rastern zum Beispiel denken können. Du musst dich dann professionalisieren. Es ist völlig okay, das als Richtung zu machen. Ich finde auch okay, sich zum Beispiel als UX-Writer zu spezialisieren und voll aufs Wording zu gehen und vielleicht auch einen Dialog, dass man eher Conversational Interfaces zum Beispiel baut mit ganz tollen Dialogen und so. Das sind alles wertvolle Disziplinen, aber man kann eben nicht alles gut machen. Man kann nicht in jeder dieser Unterdisziplinen eine hohe Kunst schaffen. Deswegen ist unser Ansatz bei Centigrade auch eher zu sagen, dann lass uns doch einen guten Motion Designer koppeln mit einem zum Beispiel guten Icon Designer und dann kommt noch ein total abgefahrener Prototyper dazu, dessen Code man lieber nicht einem Software Engineer zeigt, aber so what? Also es geht ja gar nicht gerade. Ja. Und dann hat man noch einen guten Architekten, der sagt, den Code kannst du vergessen, aber gut, dass ich weiß, was ich bauen muss, weil jetzt kann ich eine bessere Architektur bauen. Und wenn ich mir die Credits bei einem Spiel angucke oder bei einem Film angucke, da gibt es den Menschen, der die Lampe hält. Ne? Da gibt es so unglaublich viele kleine, diverse Skills und so habe ich eigentlich, also ist mein Traum zumindest, das wird es beim UX-Design eben auch geben. Das UX-Design ist keine Rolle, das macht nicht einer, sondern das wird diversifizierter sein. Es ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es wird vielleicht eher noch komplexer, noch epischer. Und dann hat man vielleicht mal einen UX-Writer an Bord. Der kommt dann von einem Projekt ins nächste mit dazu. Und dann kommt plötzlich von der anderen Seite ein Motion-Designer, weil wir gerade irgendwas ein bisschen lebhafter gestalten wollen. Die Icons sind schon fertig, aber wir brauchen jetzt noch jemanden, der irgendwie das mal in einem coolen Flow-Prototypen zusammenstellt. Dann kommt der Prototyper rein. So sehe ich das irgendwie als Zusammenspiel und dann vielleicht schaffen wir es sogar noch eine Creditliste in die Software einzubauen, dass am Schluss die Credits, die contributed haben, auch noch sichtbar werden. Ja, es ist, wär auf jeden Fall nicht verkehrt. Wie gesagt, also ich gebe dir da absolut recht und ich denke es mir auch immer, wenn diese, sei es jetzt auf LinkedIn oder sonst irgendwo, wenn immer diese heillosen Diskussionen auch geführt werden über
über dieses Thema, ja, will ich jetzt irgendwie ein T-Shape-Profil haben oder soll jetzt irgendwie jemand nur in einer Thematik super tief drin sein? Interessanter Punkt, T-Shape, weil Digital Design redet von P-Shaped und ich finde das Bild eigentlich ziemlich geil, weil im Grunde das P kennt ja jeder, dieses mathematische Symbol hat zwei Beine und den Strich drüber. Und die Idee ist eigentlich zu sagen, ich habe eine gewisse Designkompetenz auf der einen Seite, das heißt, ich habe ein Designverständnis, aber vielleicht auch genauso, wie wir es gerade definiert haben, also nicht nur ein visuelles Designverständnis, sondern Ästhetikempfinden plus ein Informationsarchitekturempfinden. Und auf der anderen Seite, der zweite rechte Sockel von diesem Pi ist Materialverständnis im Sinne von Digitales ist ein Material. Ich weiß, mit Nullen und Einsen umzugehen, ich weiß, mit den Tools umzugehen. So wie ein Schreiner mit Holz umgehen kann, muss ich als Digital Designer mit Nullen und Einsen umgehen können und muss quasi Software vom Kern her verstanden haben. Und dann kann ich die Brücke bilden und das ist jetzt quasi die Brücke bei den beiden Sockeln und daraus wird das Pi, dann kann ich vermitteln zwischen den Welten. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, weil es einfach zeigt, wir müssen Brücken bauen. Ja, definitiv. Und ich bin da auch ein sehr großer Fan von zu sagen, okay, man holt sich jemanden mit ins Team, der jetzt vielleicht nicht irgendwie einen Informationsarchitekten ersetzen kann, der aber genug Verständnis hat und dann aber auch dementsprechend in den Teams so eingesetzt und platziert wird als Moderator, wie auch immer, um eben diese Brücke bauen zu können. Und dann sagen kann, okay, ich verstehe nicht zu 100%, was du meinst, muss ich auch nicht, aber ich verstehe, wo du im Kern hin möchtest und kann das dann der anderen Seite quasi übersetzen, wenn man so will. Genau, und eben diese Brücke, genau, und diese Brücke dann bauen. Und ich finde, das fehlt einfach sehr oft diese Kompetenz in jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Moderation, in der Workshop-Moderation, auch bei diesen Product Ownership-Themen, wo diese Kompetenz manchmal einfach nicht fehlt, weil man sich ganz gern dann einfach jemanden herausnimmt, der sehr tiefes Wissen in einer Disziplin hat, den dann auf das Podest stellt und sagt, okay, jetzt du bist jetzt dafür verantwortlich, weil du hast einen guten Job gemacht. Ja. Der ist dann aber plötzlich auch für Dinge verantwortlich, wo er eigentlich gar nicht so tiefe Skills hat. Ja, das sehe ich auch als ein Problem. Wenn man Universalist sein will, dann ist man als Konzept da gar nicht so schlecht aufgehoben, meiner Ansicht nach. Also wenn man Brücken bauen will. Bei uns sind auch viele Konzeptdesigner zu UX-Managern geworden bei Centigrade. Also sprich, die haben eigentlich als Konzepte angefangen, haben dadurch natürlich den Kunden besser verstanden, weil sie die Domäne besser verstanden haben, wussten zum Teil ja besser über Informationsarchitekturen Bescheid als der Kunde selbst oder als Teile beim Kunden. Und dann macht es irgendwie auch plötzlich Sinn, zu vermitteln und ein bisschen mehr in die Managerrolle zu gehen. Das ist ein ganz organischer Weg. Und deswegen glaube ich auch, Concept Designer ist ein sehr wertvoller Job einfach. Das ist einfach was, was auch gekommen ist, um zu bleiben. Wir müssen es nur neu interpretieren und wir dürfen uns nicht hinter diesem Buzzword UX-Designer zu sehr verschanzen. Vor allen Dingen, wenn dahinter steht, ich mache Wireframes. Also das ist halt einfach zu, das ist ja zu wenig für das, was die Rolle eigentlich kann und können sollte. Definitiv. Ich finde auch diesen Begriff Design in dem Kontext absolut falsch gewählt. Weil ich hatte es mit dem Sebastian Heitzmann, mit dem ich vorletzte Folge gesprochen hatte. Von der Deutschen Bank? Von der Deutschen Bank. Der meinte auch, für jeder, der das Wort Design hört, assoziiert Farbe und Form. Und das ist ein UX-Designer nicht. Richtig. Nicht nur zumindest. Deswegen haben wir sogar schon von Concept Modeling gesprochen, dass wir quasi von Modellierung sprechen. Im Grunde ist das mehr das Vortöpfern, kann man sagen, um Räume und Konstrukte und Strukturen erstmal zu schaffen, weil das Ganze muss natürlich auch im Fluss sein, das finde ich beim Töpfern ja auch ganz nett, ne? Ich habe nicht, dass ich irgendwann mal getöpfert hätte, aber was ich ganz schön finde, dass es halt immer in der Dynamik ist und durch kleinste Bewegungen wird was ganz anderes draus, deswegen finde ich dieses Bild halt so schön und sobald ich die Scheibe nicht mehr dreht, fällt alles in sich zusammen. Ja, genau. Und deswegen Stillstand ist schon mal per se schlecht in der UX-Welt. Also man muss den Topf immer wieder umrühren. Das ist schon mal ein Punkt. Aber es ist doch auch okay und erlaubt mal verschiedene Shapes auszuprobieren, verschiedene Richtungen zu denken. Und da, glaube ich, ist Concept Design eigentlich ganz schön als Modellierungsdisziplin aufgestellt. Weil Modellieren zeigt, es muss noch nicht quasi visuell in Farben gedacht. Und man kann das 100-mal wiederholen, dass in amerikanischen Sprachgebrauch Design natürlich auch Konzeption ist. Und im Grunde Purpose zu schaffen, was Sinnvolles zu erachten und so. Aber in Deutschland wirst du das niemals in die Köpfe kriegen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein kulturelles Thema dann auch. Ja. Also das ist, ja, aber das, da hinken wir sowieso, glaube ich, ein bisschen hinterher noch. Ich meine, das wird kommen. Aber wie gesagt, im Kern ist es Kommunikation. Und da stellt sich halt mir auch vor allem die Frage, wie macht ihr das bei euch, dass ihr sagt, hey, also wie versucht ihr diese Brücken zu bauen zwischen Software Engineering und der konzeptionellen Arbeit, die damit verwebt werden soll? Also eine Methode, die wir wählen, ist die Dev-Buddy-Ship. Das heißt, wir deklarieren für ein Projekt ein Pärchen, so wie es Pair-Programming beim Extreme-Programming zum Beispiel gibt, wo man zwei Software-Engineers paart, im Sinne von, wenn der eine Code schreibt, guckt der andere drüber oder sowas. Ist ja auch eine unangenehme Situation, wenn ich meinen Code nicht so gerne anderen zeige. Das heißt, das ist ein Verlassen der Komfortzone. Aber die Engineers haben das inzwischen recht gut raus. Früher gab es Code Ownership, ne? Da hat jeder seine Klasse mit seinem Namen erstmal geschrieben, Copyright und dann noch Namen und so. Ist komplett raus seit Open Source. Jeder contributed irgendwie zu dem Ziel. So, und wie macht man das? Indem man immer wieder gegenseitig über die Arbeit guckt. Und wenn man jetzt ganz explizit ein Pärchen bildet aus einem Konzepter und einem Engineer und die zusammen quasi als Buddies, als ein Mini-Subteam deklariert, dann ist das irgendwie ganz normal, dass sie miteinander reden. Aber auch, das ist nicht organisch. Du musst das erstmal, also es kommt nicht einfach in die Routine. Du musst das etablieren, du musst diese Rahmenbedingungen schaffen, du musst dafür Budget geben, du musst das auch immer wieder sagen, nutzt das doch, dieses Angebot, und irgendwann kommt es dann. Ja, ich glaube, man muss die Leute da auch ein bisschen reinquetschen, weil genau, du schon gesagt hast, es ist ein Verlassen verkuppeln, der Komfortzone. Verkuppeln, ja, genau. man muss in eine romantische Situation begeben, dann Tür zu und Schlüssel wegschmeißen. Genau, ja. Und dann macht mal. Genau. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen nicht unbedingt zielführend, auch zu sagen, okay, allein auch dieser Begriff mit auch Handoffs zum Beispiel. Also es ist ja, ich gebe ja nichts ab. Ich gebe es jemandem, der sich's mal anguckt und mir dann bestenfalls Feedback gibt oder man sich's gemeinsam anguckt. Mhm. Oder noch besser dann direkt gemeinsam auch dran arbeitet und gar nicht erst irgendwie was übergeben muss. Das ist auch ein schöner Begriff, den ich tatsächlich fast ähnlich wie Wireframes für ganz, ganz schädlich halte. Dieses Dev-Handoff, auch die ganzen Tools, Dev-Handoff. Es klingt, ich denke immer, die Hand ist ab danach, Handoff. Und selbst ja, wenn man es positiv formulieren würde und sagt, okay, es gibt eine Übergabe. Was ist denn dann bitte schon genau die Übergabe? In der Game-Entwicklung gibt es gar keine Übergaben. Da gibt es so viele Mikro-Übergaben, das würdest du gar nicht zählen können. Da müsstest du quasi von Micro-Handoffs sprechen. Oder ich sage inzwischen auch immer Finger-Offs. Naja, Finger-Offs. Statt eine Hand müssen eigentlich alle mit ihren kleinen Krabbelfingern da an diesem Ding rumarbeiten und dann du weißt eigentlich gar nicht mehr, welcher Finger hier eigentlich was gemacht hat. Das finde ich halt, dieses Wuseln an dieser gleichen Sache, das stelle ich mir wie in so einem Bienenstock eher vor und nicht so, da hat einer so seine Kiste geladen mit diesem schweren Zeug und dann hat er die mit der Sackkarre davor gekippt vor die Füße vom Entwickler, der muss halt sich wieder zusammensortieren. Das ist doch nix, also da wird doch kein Schuh draus. Deswegen, ich glaube, Handoff ganz schädlich. Ja, das ist, man muss einfach so ein bisschen auch die Strukturen aufbrechen, sowohl im Wording, meiner Meinung nach, als aber auch, sag ich mal, wenn man einfach so, auch allein dieses, halt von Departments zu sprechen, so. Also wir hatten es ja in einer größeren Scale auch in den vergangenen Folgen, wo es um UX-Strategie ging. Was dann, sag ich mal, auf Unternehmensebene natürlich auch überall implementiert sein soll. Aber wieso gibt es dann in der digitalen Produktentwicklung ein UX-Department und ein Software-Department? So, das funktioniert ja Hand in Hand. Also natürlich gibt es Themen, die vielleicht sehr, sehr spezifisch auch nur in einer Ecke passieren, aber das sind immer diese sehr harten Abgrenzungen. Ich möchte genau wissen, was ich kann und darf und soll. Und es muss immer alles ganz genau, vor allem wahrscheinlich auch hier bei uns in Deutschland, sehr abgegrenzt sein, damit man genau weiß, wo darf ich was machen und wo nicht. Ja, und wie effizient das sein kann, sieht man vielleicht auch gerade beim Impfen und so weiter. Also es gibt einfach gewisse Dinge, die man nicht wirklich am Reißbrett strukturieren kann. Man muss auch manchmal Dingen einfach den Raum geben zu entstehen. Und wir haben es auch mit Föderalismus und was macht das Land, was macht der Bund, ist immer ein schwieriges Thema. Was
bei der Abteilung, aber das größte Problem meiner Ansicht nach ist, dass sie natürlich immer weiter verlernen, ihre Sprache zu sprechen. Deswegen hat man ja schon auch gesehen, die Sprache des anderen zu sprechen. Das verlernen sie immer mehr, weil ich ja immer mehr in meiner Komfortzone bleiben kann. Es ist sogar gewünscht, dass ich UX bin und der andere Software-Engineer. Das heißt, diese Gräben werden immer tiefer, statt modernes Konzept zu sagen, ihr seid ein Product-Dev-Team, ihr seid das zweite Product-Dev-Team und bei euch gibt's UX und Software-Engineering und Data Science und dies. Und ihr seid immer ein vertikaler Strang, ein vertikaler Haufen und nicht diese horizontalen Geschichten. Das funktioniert einfach nicht. Ja, das ist auch, ich finde es auch sinnvoll, das Ganze, um es mal auf eine ganz kleine Skala runterzudenken, dann, ich meine, momentan ist man mit im Office sehr schwierig, aber auch einfach zu sagen, okay, ihr sitzt an einem Tisch, wenn ihr arbeitet, fertig. Also ihr arbeitet an einem gemeinsamen Projekt, so wieso sollte dann jemand auf der anderen Ecke vom Raum sitzen und da sein Süppchen kochen und dann tauscht man sich mal alle heilige Zeit mal aus. So, das ist halt, machen wir ja auch nicht so, weißt du? Wir haben ein witziges Trainingsformat in unserer UX Academy, das heißt Scrum meets UX. Und Scrum ist ja schon missverstanden zum Teil. Es kommen auch ein paar gebrannte Scrumler dann, die sagen, Scrum hat nicht funktioniert. Es kommen ein paar UXler, die sagen, UX hat nicht funktioniert. Und jetzt kommen die in einen quasi ins gleiche Seminar und müssen gemeinsam mit ihren gebrannten Erfahrungen was machen. Und es sind halt drei Sprints. Und der erste Sprint ist noch auf Strategie A, dann der zweite Sprint Strategie B und dann der dritte Sprint Strategie C. Und es ist halt so cool in diesen zwei Tagen, wie sich diese Menschen auch in das Denken so ändern, so Aha-Erlebnisse entstehen. Einfach nur in dem Fall, dass gewisse Dinge gemeinsam gemacht werden müssen, weil es sonst nicht weitergeht. Und dieses Gezwungensein, gemeinsam am Gleichen zu arbeiten, das klingt natürlich erstmal gar nicht so nach kreativer Entfaltung. Aber es ist ja einfach nur was, wo man eine Routine finden muss. Und es fühlt sich überhaupt nicht mehr artifiziell an, sobald man das ein paar Mal gemacht hat. Und Scrum ist ja auch so ein Konstrukt, wo man denkt, oh, ist das nicht verkopft? Dann gibt es den Product, dann gibt es den Scrum Master. Und dann gibt es diese Timeboxen. Und alles ist irgendwie vorstrukturiert. Aber es ist eigentlich nur ein Set von Spielregeln. Das finde ich das Tolle an Scrum. Es ist einfach nur ein Spielregelfeld. Und da drin kannst du ganz tolle Sachen machen und kannst da ganz toll von abweichen. Und so sehe ich das eben. Es muss gewisse Spielregeln geben, aber da drin muss sich alles entfalten können. Und das wird manchmal verwechselt mit der Regelungswut, also wo man sagt, du machst als nächstes das und du machst als nächstes das. Das funktioniert. Und sonst nichts anderes. Und sonst nichts anderes, genau. Genau, ja. Das funktioniert natürlich nicht. Die Mischung ist schwer. Man kann auch nicht einfach ohne Spielregeln auftrumpfen, weil wenn alle kreativ sind, naja. Dann wird's wild. Dann ist Wildwuchs, ja. Nee, das ist, ich finde auch, dass das anfangen sollte, auch wenn man sich immer neu mit dazu holt. Nicht nur Mentor UX lernt, arbeitet jemanden ein, der aus dem UX kommt, sondern dann packe ich mir halt auch direkt einen Entwickler mit dazu. Fertig. Damit man direkt in beide Themen mit involviert ist, weil am Ende des Tages auch beide Themen für die eigene Arbeit relevant sind. Und wenn die Software-Engineers keinen Bock drauf haben, nimmt man sie mal mit zum Usability-Test und lässt sie mal zugucken. Oder so rum. Ja. Oder so rum, genau. Danach haben die Bock. Ja, es ist, also man muss da einfach, glaube ich, ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Was ich mir, sag ich mal, so als Gedankenexperiment mal mitgenommen habe, mich würde interessieren, was du dazu denkst, weil natürlich, es gibt ja diese Kompetenz, ich hatte es ja vorher schon gesagt, ich meine, UX-Design, UX-Konzeption liegt ja meist bei einem Team, bei einem Department so. Das verschiedene Schnittstellen hat. Was ich mich immer frage, ist es vielleicht nicht auch ein sinnvoller Ansatz zu sagen, wieso klasse ich das in einem Team und macht es nicht quasi wie eine Art Schleier über alle Themen, die überhaupt passieren in der Produktentwicklung? Und bringt diese Kompetenz, sei es jetzt mit einzelnen Mitarbeiter ist oder einfach als Kompetenz durch Schulungen etc. in die Köpfe jedes Einzelnen, der an einem Produkt arbeitet. Weil so ist es ja ursprünglich auch meiner Ansicht nach raus entstanden vor, keine Ahnung, lass es 15, 20 Jahre sein. Ich meine, es gab ja immer schon Leute, die dann auch ein Auge darauf hatten, wie dieses ganze Thema am Ende benutzbar ist. Ohne wirklich UX-Designer zu sein.
Ja, absolut. Also das, was du genau als Schleier oder roter Faden bezeichnest, das kann man zum Beispiel mit so Formaten wie Community of Practice ganz gut hinbekommen, dass man zumindest so einen Botschafter für das Thema in jedem Team hat, der irgendwie einen Schwerpunkt setzt. Das muss auch gar nicht ein UX-Designer klassischerweise sein, sondern es kann auch jemand sein, dem das Thema einfach sehr wichtig ist. In der Community of Practice ist wieder das Schöne, dass die dann wieder, wenn die sich regelmäßig treffen, auch selbst nochmal divers sind. Dann hast du einen aus einem Team, da hat jemand den Hut bekommen, der war früher Software-Engineer. In einem anderen Team hat jemand den Hut bekommen, der war früher UX-Researcher. Aber die wissen alle, es geht um Nutzerzentrierung. Es geht nicht um Befindlichkeiten, es geht nicht um coole Ideen, es geht nicht darum, irgendein Photoshop oder Sketch oder Whatever-Tool oder Adobe XD. Ich müsste jetzt alle auflisten, ist ja alles Schleichwerbung, aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, den Willen zu haben, vom Nutzer rückwärts zu denken und zu verstehen, dass Qualität das ist, was hinten rauskommt, nicht das, was du denkst, dass es ist. Und wenn man das schafft, diese Community of Practice immer mal wieder zusammenzuraffen und dann in den einzelnen Teams immer einen von diesen Botschaftern drin zu haben, dann hast du das auch. Aber ein Produktmanager, ein guter, wird ja sagen, ist doch völlig normal. Ist das auch egal, ob ich das UX nenne. Marty Kagan zum Beispiel, wenn man ihn mal als einer der großen Produktmanagement, ich sage jetzt einfach mal Päpste da draußen nimmt, dann ist UX, wenn man ehrlich ist, fast eine Selbstverständlichkeit. Da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Und wir tun manchmal so, als wäre UX der Nabel der Welt. Die Marketing-Jungs sagen, CX ist der Nabel der Welt. Und die Produktmanager sagen, hey, das ist doch alles nur Produktmanagement. Was labert ihr da eigentlich? Die Wahrheit ist wieder dazwischen natürlich. Ja, ja, das ist auch das, sag ich mal, wo ich drauf hinaus wollte, weil es ist ja nicht so, dass es irgendwie mal, weiß ich nicht, 2005 bei jemand erfunden hat, dass es das jetzt gibt. Also das ist ja Es gibt es ja schon immer. Das ist einfach ein Phänomen, was nur irgendwann ein Label bekommen hat. Das Phänomen wird es immer geben. Es gab es auch schon immer. Es gibt eine Serie auf Netflix über die Atari-Story. The Rise and Fall of Atari. Keine Ahnung, wie die heißt, aber ist sehr zu empfehlen. Und da gibt es so einen Mitschnitt aus den 70ern, dann quasi Ende 70er, glaube ich, wo der dann sagt so, ja, er hat so einen ganz bestimmten Ansatz. Wenn er ein Spiel programmiert, und damals hast du ja einfach allein ein Spiel programmiert, ne? Du hast die Grafik gemacht, du hast das Ding programmiert, und wenn es nicht funktioniert, dann hast du noch die Elektronik gelötet, damit es irgendwie ging, und dann hast du noch den Input-Controller auch noch erfunden dazu. Geile Zeit wahrscheinlich. Und dann hat er gesagt, ich habe hier immer eigentlich mich reinversetzt in das, was ich fühle, wenn ich das Game zocke, und ich habe andere beobachtet dabei, was sie fühlen, wenn sie das Game zocken. Und da hat noch gar keinen Begriff dafür, dazu ganz so umständlich umschrieben, genau. Und man merkt es so, aber er hat es verstanden. Er war auch sehr erfolgreich mit der Strategie. Und da sind wir wieder bei Empathie und Reihenversetzen, Perspektivenübernahme. Und vielleicht ist das ja der Kern unserer Disziplin, dass wir uns gut in andere Menschen reinversetzen können, hoffentlich. Und wenn wir das nicht haben, bin ich ehrlich gesagt am Zweifeln, ob man dann ein guter UX-Mensch werden kann. Richtig, ja, und deswegen, ich glaube, das ist, macht es Sinn, immer auch dezentral Leute zu haben, die, das heißt jetzt Mitarbeitern oder Kollegen, diese Brille immer mal wieder aufsetzt, weil es natürlich nicht nur in der Produktentwicklung sinnig ist, sondern auch in ganz generell im Prozessmanagement, wenn man mit anderen Stakeholdern zusammenarbeitet. Jeder hat auch auf ein Problem eine andere Sicht, und das hilft natürlich immens, die Fähigkeit zu besitzen oder von jemandem daran erinnert zu werden, zu sagen, hey, nur weil das für dich die beste Lösung ist, heißt das nicht, dass das company-wide die beste Lösung ist, oder gar am Ende des Tages dafür sorgt, dass was Sinnvolles oder Gutes bei rumkommt. Sondern es ist einfach auch ein Kulturthema, meiner Meinung nach. Zu sagen, ja, okay, ein Haltungsthema, ein Ethikthema, also zu sagen, was habe ich für eine Haltung dem gegenüber, was mache ich überhaupt, was mache ich nicht, und wo sehe ich auch meine Verantwortung, sowas zu sagen wie, nee, es ist schon meine Verantwortung, wenn ich ein Konzept in die Welt setze und nachher muss das ganze Dev-Team oder Engineering-Team den Code umschmeißen, dass ich dann noch sage, hey, sorry Leute, das hätte ich vielleicht ein bisschen noch mehr vertesten müssen vorher, um zu merken, hey, es ist schon meine Aufgabe auch gewesen. Ne? Ich kann nicht einfach sagen, cool, ich habe den Job, wo ich jemandem sage, was er zu programmieren hat. Ja, genau. Ja. Und wenn es dann nicht klappt, dann ziehe ich den Kopf ein. Sondern, hey, du hast das Recht und die Pflicht und du hast die Verantwortung. Ja. Nee, es ist, würde ich sagen, ein sehr, sehr gutes Schlusswort mit diesem für dieses Thema.
ich fand es wahnsinnig interessant. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir dieses Thema auch Kommunikation so ein bisschen anzuschneiden. Ich denke auch, dass wir da noch Futter haben für weitere Folgen. Sehr gerne, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du da auch Lust drauf hast. Genau, dementsprechend, ich bedanke mich bei dir. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dir auch. Ja, mir hat es auch sehr viel, sehr kurzweilig, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ja, vielleicht auf bald wieder. Hoffentlich. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Jo, bis dann, ciao.